So, da sind wir wieder zurück im neuen Texturenland und ich habe mir gedacht, wenn ich schon dabei bin, warum spiele ich nicht jede Waffe einmal kurz? Ich meine, so vielleicht so ein Kill oder sowas mit jeder Waffe dürfte drin sein, obwohl das hier mit den Dingen, ja, es könnte schwer werden. Erstmal Granate werfen. Alter, das Ding ist ja noch viel schlechter, als ich gedacht habe. Okay, damit müsste ich doch theoretisch ganz nah an einen ran. Wo sieht das hier so aus, als würde ich in Nahkampf gehen? Okay, mein ganzes Team ist tot. Das besteht auch nur aus zwei Leuten. Habe ich vielleicht nicht noch. Okay, alle anderen Squads sind full. Das ist auch gerade der einzige Server, auf dem man so spielen kann. Na, großartig. Das ist natürlich der absolut suboptimale. Also, das ist natürlich die absolut suboptimale Karte, um so ein Ding hier zu testen. Obwohl ich das mal bezweifle, dass das Ding überhaupt irgendeinen tieferen Grund hat. Okay, ich bin sozusagen Panzer. Oh, ich habe einen gekillt. Ah, okay, auf so ganz kurze Entfernung scheint es eigentlich ganz gut zu sein. Obwohl, das Magazin war leer und wenn ich so eine Waffe habe, wo ich so auf Nahkampf kämpfe, möchte ich gerne mindestens zwei Leute töten können. Webley-Revolver und Howell Factory. Und der steht so gut wie in Gegnern drin. Ja. Und der rammt mir als Begrüßung schon mal seine Axt in den Bauch. Okay, das losen wir gerade. Das scheint gerade für die kaiserliche Seite nicht gut auszusehen. Und rein. Eigentlich müsste das Hole relativ cool sein. Okay, war da gerade einer? Da ist einer. Da sind sogar mehrere. Falls mich jemand nicht kennt oder so, mein Aim ist relativ kacke, weil ich immer sehr viele verschiedene Spiele Nehmen wir die spiele. Hunde mal an. Oh, jetzt habe ich dem gesagt, dass ich den. Nee, der ist sowieso rausgegangen. Egal, auf das Hole bin ich eigentlich gespannt. Eigentlich müsste das Hole einen relativ guten Schaden haben. Ja, was heißt müsste? Ach so, genau, ich war eigentlich ganz woanders. Eigentlich bin ich relativ schlecht in dem Spiel. Ich habe zwar in letzter Zeit ein bisschen gespielt, aber das läuft nicht so ganz so super. We have taken objective Charlie. Ich treffe den gar nicht. Okay, vielleicht ist das Luftabwehrvisier doch nicht so das Ding der Wahl, aber ich kann mir selbst die ganze Zeit Heilung geben. Eigentlich hätte ich lieber die Kiste. Eigentlich mag ich die Kiste lieber. So, der ist eigentlich das gleiche wie ich. Und eigentlich. Ah, oh, ich bin schon bei 19. Erste Hilfe! Erste Hilfe, greif zu, ja, ich will meine Kiste. Ich mag die Päckchen nicht so gerne. Okay, wo war der denn eben? Der war doch hier. Es sieht alles gleich aus. Ja, der hat genau das gleiche Gewicht. Der hat das Ganze aber allerdings als Marksman, was wahrscheinlich auch so die bessere Idee wäre, höchstwahrscheinlich. Wo haben wir es denn? Marksman. Und wieder rein. Ach, das ist das ganz große Zielfernrohr. Hey, da läuft doch gerade einer. Nein. Da ist einer. Jetzt ist die Steuerung auch völlig anders eingestellt. Ich fand das übrigens auch mega merkwürdig, dass ich das Ganze hier als sozusagen eigenes Spiel installieren musste. Und nicht einfach mein normales Battlefield irgendwie nochmal so Spezialserver hatte. Jetzt ist das alles umgestellt. Jetzt habe ich auch eine ganz andere Mausempfindlichkeit. Also großartig. Aber ich kann mir mal Crate, okay, und das Ganze ist auf Englisch, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Erste Hilfe, greif zu! Wir werden hier, glaube ich, gerade sowieso gespawntrapped. Ich habe schon wieder was getroffen. Ich muss gleich mal gucken, vielleicht darf ich auch ins andere Team, aber die Hoffnung ist ja relativ gering. Hat sich doch gerade was bewegt. Das ist einer, nee, das ist ein Stück. Textur ist einer von unseren. Na, wenigstens ist mein Squad ein bisschen voller. Ja, das sieht ja großartig aus fürs Demonstrieren. Wenigstens kriegen wir ID Cap Adler Bridge ID wieder. Wer kennt sie nicht? Die große Schlacht des Ersten Weltkriegs um die ID Cap Adler Bridge. Ach so, da steht gar nicht Bridge. Und das ist auch was mich immer wieder extrem aufregt bei Battlefield. Wenn man sich irgendwie so einen Hügel hoch, so, man geht einen Hügel hoch, sieht einen, möchte zielen und dann rutscht man den Hügel direkt wieder runter. Objective Edward.
das Ganze mal gar nicht so kacke aus. Aber Marksman Rifle, also diese komischen Selbstladegewehre mit dem großen Zielfernrohr, finde ich sowieso mega grenzwertig. Ich habe die viel lieber mit diesem Warner Swayze Maske gezeigt, weil das ist einfach zu viel für diese Gewehre. Okay, hätte ich einen Kill damit. Geht eigentlich. Schaden könnte sehr viel besser sein. Wie gesagt, das Original müsste einen Soldaten ja bei einem Treffer auf 50 bis 70 Meter sofort töten, auch bei einem Brusttreffer. Okay, die sind auf der anderen Seite. Da ist einer. Oh, so ein Codex-Eintrag für irgendwas. Ach so, hier gibt's alles wieder neu. Und da ist jemand dabei. Dich zu heilen. Ja. Sehr nett. Guck mal, vielleicht kriegen wir noch irgendwas mit dem Revolver. Hier! Erste Hilfe für dich! Okay, gut ist der nicht. Da ist das zum Beispiel das, die MLI-Pistole, finde ich, um einiges besser. Sowieso gibt es eigentlich überhaupt keinen guten Grund hier, wenn das realistisch wäre. Ich kenne die Werte der Pistolen nämlich nicht, einen Revolver zu nehmen. Denn die Revolver aus der Zeit, die sind nicht so wie die Revolver aus unserer Zeit. Also so, dass sie wirklich sehr stark wären, sondern eigentlich waren die Revolver damals ähnlich stark wie die Selbstladepistolen, also die verriegelten Selbstladepistolen. Wir machen Erste Hilfe. Das habe ich auch schon mal gesagt. Okay, da war sogar irgendwas, aber es wird nicht richtig markiert. Da sind irgendwo Leute. Nee, das ist so ein Fahrzeugsymbol, oder? Kommst du auf die Beine? Ja, es ist ganz offensichtlich ein Fahrzeug und ich glaube, da kann ich nichts gegen machen, aber die sehen jetzt schon irgendwie sowas machen. Braucht jemand Erste Hilfe? Ah, sieht schlecht aus, aber ich möchte sowieso auch die nächsten Waffen zeigen, von daher ist mir das eigentlich ganz recht. Ja, das war gar nicht so schlecht. So, trotzdem würde ich gerne nochmal das echte Hole zeigen, beziehungsweise das Original Hole. Hole Factory. Aber bitte hiermit. Und ohne Bayonett. Bringt mir das eigentlich irgendwas mit in Sachen Präzision, wenn ich das Bayonett wegmache? Das weiß ich gerade gar nicht. Und mein Team ist ein bisschen voller. Und ich bin sofort tot. So, das hier sieht eigentlich ganz gemütlich aus, obwohl er wieder auch schon... Ja, er ist tot. Zack, was hat er? Okay, er ist C. So, geht's gleich weiter. So, was kann ich dir noch erzählen? Okay, da sterben gerade auch wieder von uns von hinten. Okay. Das ist immer mega nervig. Ich könnte nicht mal... Immer wenn ich irgendwie spiele, obwohl ich eigentlich gar nicht mal so gut spiele, heißt es immer, ja, dein Team wurde leistungsbedingt dem anderen Squad zugerechnet. Und hier scheint das irgendwie nicht der Fall zu sein. Also Spawn-Trap-Schutz hier auf dieser Map nicht so cool. Ja, und was hatte er? Nee, die gehen also sofort raus. Medic ist hier eigentlich auch irgendwie überhaupt nicht angesagt in dem Spiel. Also und hier allein rumzulaufen ist eigentlich auch keine so mega gute Idee. Weil wahrscheinlich ist das Hole, was den Schaden angeht, gar nicht mal so mega gut bestückt. Maschinengewehr gesichtet. Und das Korn ist mega dick. Aber ich glaube, das ist in Battlefield sowieso keine Kampfentfernung für ein Selbstladegewehr. Selbstladegewehre sind hier ja mega kastriert worden. Okay, da ist ein Scharfschütze oder sowas. Ne, den sehe ich schon nicht mehr. Ist denn hier nochmal einer? Ah, doch, das ist einer.
Die können immer wieder in Deckung gehen, das nervt irgendwie. Naja, ich würde sagen, damit das nicht zu lang wird, war es das mit Hole. Dann gucken wir uns mal das Maschinengewehr an. So, hier auch wieder... Warum ist eigentlich der Revolver ganz oben? Suppressive, ich glaube damit... sehe ich eher mal Land. Was ist denn dann da dran? Okay, ein Visier. Ist jetzt für den Ersten Weltkrieg nicht so üblich, dass Maschinengewehre Visier bekommen haben. Ja, okay, das ist irgendwie hinter mir. Und ich habe es nicht eingestellt, dass ich Sprinten einfach nur antippen muss. Ich muss immer gedrückt lassen. Ja, jetzt habe ich gar nichts gesehen. So, wer ist denn so unwahrscheinlicher, dass ich da drauf gehe? Ich glaube, hier ist, glaube ich, die Front, aber da ist auch so ein nerviger Panzer mit bei. Die sind... Kacke, das ist das Dekoration oder war das mein eigener Panzer? Okay, ich habe dieses Dreieck hier. Okay, der war angefragt. Ist klar, dass ich den hole. Und was praktisch ist? Ach, 200 Schuss jetzt. Ach nee, ich habe ja die andere Version. Die hat jetzt 200 Schuss, obwohl die Trommel irgendwie gleich im Fuß aussieht. Naja, es bringt nichts. Die meisten Klassen kann ich aber noch gar nicht spielen. Maschinengewehrtyp ist eigentlich ganz witzig, wenn man da... was war cool? Das, das, was das Spiel Benir Merci nennt, also das Hotchkiss-Gewehr, ist ganz cool mit dem Visier dran. Und das ist schon der Panzer. Und dann haben wir keinen. Der hier? Was ist er überhaupt? Wieder halb tot. Okay, da liegt da irgendwas? Nee, das ist weg. Bisschen hier Heilung. Da ist jemand. Okay, aus der Hüfte ist das, ist die Version jetzt nicht so mega cool. Gucken wir uns nochmal die andere Version an. Ach nee, wir brauchen noch zwei Gewehre. Machen wir das. Ich glaube, Low White ist wahrscheinlich das, so was die meisten dann benutzen werden. Wohl eigentlich vom Aufbau ist die Karte eigentlich gar nicht mal so schlecht hier mit den Gräben. Denn eigentlich fehlt mir in Battlefield mal so eine typische Grabenkarte. Oder ich habe die bis jetzt noch nicht gesehen. Den habe ich zumindest niedergehalten. Okay, das ist eigentlich ganz nett, das Gefühl hier. Das verzieht nicht so mega. Allerdings ist natürlich die Spawn-Trap-Situation, die wir hier haben, alles andere als optimal. Ich guck mal, ob ich das Team wechseln darf. Nein, natürlich nicht. Das darf man sowieso nie. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal einen eigenen Panzer. Okay, das geht eigentlich auch schon ganz gut auf Entfernung. Habe ich eigentlich nicht anders erwartet, denn eigentlich ist das Ding ein schweres MG. Aber der Schaden ist halt mega niedrig. Für 8mm Mauser ist das wirklich ein schlechter Witz. Ah, der muss den... Ach, das ist kein Zerfallgurt, natürlich. Der muss den wieder zurück ins Gehäuse drehen. Muss man ja bei dem anderen Ding auch, was ich noch nicht freigeschaltet habe. Bei dem komischen Ding, wo man die Flugzeuge für killen muss. Und das ist wieder so ein Rutschberg. Die regen mich immer voll auf. Das finde ich irgendwie ein bisschen kacke. Wenn ich da hochkrabbeln darf, wieso darf ich da einfach nicht bleiben? Ist da irgendwie... Ja, ich weiß, das sieht alles so aus, als wäre das hier mega irgendwie mit Vaseline eingeschmiert alles. Und deswegen muss ich ja nicht die Berge runterrutschen. So, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Waffen. Dann gucken wir uns nochmal diese... den Rest an. Und zwar, was haben wir als erstes? Genau, Rost. Die gibt es sowieso nur als Marksman. Ruhig mal, dass ich da einen... gute alte Absehen 1. Unnötig. So niedrig wie möglich. Passt. Dann gucken wir mal, was an Schaden an sich wird. Panzer.
Nerv und Spawn Trap ist wieder real. Und schon verloren. Ich schneide das mal kurz klein und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Ich versuche mich irgendwie ins andere Team zu mogeln.